Es war im Oktober 1943. Die Regierung der Vereinigten Staaten gab ihr Einverständnis zu einem sensationellen Experiment. Die Kriegsschiffe der US Navy sollten für die feindlichen Radarschirme unsichtbar gemacht werden. Die Generatoren sind aktiviert, Sir. Bis heute bestreitet die Regierung, dass dieses Experiment jemals stattgefunden hat. Das glaube ich aber nicht. Der Zerstörer ist verschwunden. Das soll er auch. Er ist durch Radar nicht erfassbar. Nein, Sir, er ist richtig verschwunden. Dieses Schiff bleibt unauffindbar. Doch zwei Matrosen tauchen nach 41 Jahren plötzlich wieder auf. Vielleicht ist alles nur Täuschung. Willst du damit sagen, ich bilde mir das alles nur ein? Meinst du eigentlich, die Navy weiß, was los ist? Du hast da auch diese Männer gesehen. Irgendwas muss da schiefgelaufen sein. Michael Perret. Wir sind in eine andere Zeit versetzt worden. Diese Zeit heute ist nicht unsere Zeit. 1943 ist gestern für mich. Nancy Elm. Was für eine Art von Experiment ist das? Ist das so eine Geheimsache oder sowas? Die ganze Geschichte, die ich dem Arzt erzählt habe, weißt du, über die Zeit und 1943. Glaubst du die? Wenn du sie glaubst, glaube ich auch. Und Bobby DiCicco. David, ich halte das nicht aus. Das Philadelphia-Experiment. Damals riss ein Loch in die Zeit und es ist immer noch offen. Oh Gott, ist es tatsächlich? Die Regierung sucht fieberhaft nach dem einzigen Mann, der in der Lage ist, das Experiment zu beenden. Achtung! Verhindern. Doch, wir glauben, dass Sie es können. Ihr lügt doch, David. Ich wünschte, es wäre so. Ich sollte es versuchen. Die Zentralüberwachung ist sich über das Ausmaß im Klaren. Wir können sie nicht retten. Ja! Das Philadelphia-Experiment.